Hallo und herzlich willkommen zum American Truck Simulator. Und ja, wir sind unterwegs nach Jackpot. Und müssen dort, was waren es, Haushaltsgeräte, ne? Ja, Haushaltsgeräte abliefern. Da sind wir noch ein Weilchen unterwegs, da werden wir diese Folge noch ordentlich mit beschäftigt sein. 461 Meilen. So, hier sind wir genau richtig gekommen. Moment zu früh und ja, das Auto wäre im Weg gewesen. So hat's gepasst. Na komm, schlepp dich berghoch. Da geht der Schwung verloren. Ach komm schon, da muss ich wirklich runterschalten hier. Das hättest du doch auch packen können. Da ist der Motor dann doch noch zu schwach für gewesen, aber es ist der stärkste, der momentan verfügbar ist. Ja, leider immer noch kein Arizona DLC erschienen. Ich bin mal gespannt, wann es denn kommt. Aber so lange, wie sich SCS da jetzt inzwischen Zeit lässt, muss man doch eigentlich erwarten, dass es richtig geil wird. Man hat ein paar Bilder zwar schon sehen können, aber ich gebe auf Bilder auch nie so viel. Man weiß halt auch nie, sind die dann doch noch bearbeitet, irgendwelche Effekte drüber gelegt oder sonst irgendwas. Deswegen ist mir immer lieber, das Ganze selber mit eigenen Augen auf dem eigenen Monitor sehen zu können und nicht irgendwelche Bilder, die irgendwer, den man noch nicht mal persönlich kennt, geschossen hat. Aber gut, ist Ansichtssache. Manch einem reicht das auch so schon. Aber ja, im Großen und Ganzen hoffe ich doch, dass bald das Ganze dann auch rauskommt, dass man endlich auch mal dahin fahren kann. Jetzt hier im Let's Play ist es noch nicht so schlimm, denn wir haben ja noch genug Strecke kennenzulernen. Wir sehen, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Karte erkundet. Ja, auch da gab es einige, die gesagt haben, du kannst auch ruhig zwischendrin mal ein bisschen Offscreen machen und ja, dass da der Fortschritt ein bisschen größer wird. Muss ich aber sagen, finde ich jetzt eigentlich doch gar nicht so eine tolle Idee, weil das ja dann doch irgendwo eine Lücke reißt. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht zwischendrin dann einfach mal hier und da, wenn sich das zeitlich mal ergibt, mal einen Livestream mache, American Truck Simulator, und da den Spielstand weiterspiele. Das heißt, diejenigen, die wirklich das Ganze lückenlos sehen wollen, die müssen dann eben schauen, dass sie den Livestream sich anschauen, ob nun live oder als Aufzeichnung, und haben damit dann eben die Möglichkeit, da auch wirklich komplett lückenlos alles sehen zu können. So, ach, wir könnten sogar schneller fahren. Warum sagt mir das denn keiner? Ja, wahrscheinlich habt ihr schon in den Monitor geschrieben. Macht doch mal ein bisschen schneller hier. So, wann müssen wir schlafen? In etwa 6 Stunden. Das heißt, so in etwa 20 Uhr in-game werden wir pennen müssen. Aber wir haben inzwischen nur noch fast 10 Stunden bis ans Ziel. Also vielleicht kriegen wir das sogar noch ordentlich runtergehandelt. Dadurch, dass wir schneller fahren, als das Navi hier eben ausgerechnet hat, dass wir fahren würden. Da kann man dann doch ganz schnell sich Zeit gut machen. Das sehen wir eben auch. Ankunftszeit jetzt eben 23.56 Uhr und schon 55:54. Also da geht die Zeit runter. Wir müssen aber mal wiegen, dann geht die Zeit natürlich wieder hoch. Da verlieren wir wieder ein bisschen was an Tempo. Aber ja, inzwischen sind wir routiniert. Da geht das Wiegen auch ganz, ganz flott. So, einmal wiegen. LKW Gesamtgewicht 26 Tonnen, okay. 11 Tonnen ist unser Trailer, unsere Fracht. Also es ist unsere Fracht. Ob da der Trailer mitgerechnet ist, ist ja gar nicht unbedingt gesagt. Naja, hier können wir raus. Gut. Und dementsprechend, also sagen wir da mal, 11 Tonnen, 26 hatten wir, sind also dann noch 15 weitere Tonnen.
die auf den LKW und ja, vermutlich sind die 11 Tonnen dann wirklich nur Fracht. Und der Trailer ist dann mit, keine Ahnung, vielleicht auch nochmal einer Tonne Leergewicht dann noch obendrauf. Ah, hier hätten wir auch tanken können, falls wir noch bis hierhin gekommen wären. Aber egal, der Tank ist ja jetzt noch recht voll, also müssen wir da nicht rausfahren. Wir hatten ja vorher schon getankt, uns dabei am LKW 2% Schaden zugefügt, weil wir an der Tanke an diesem hässlichen Poller hängen geblieben sind. Passiert. Zumindest im Spiel. Ich weiß nicht, passiert sowas im Real Life auch? Also mit dem PKW ist mir das noch nicht passiert und LKW habe ich keinen Führerschein, darf ich eh nicht fahren. Das darf ich nur am Computer. Mit dem PKW hat man doch auf jeden Fall genügend Platz, dass man da nicht anecken muss an der Tanke. So. Schönes Wetter haben wir auf jeden Fall hier im Spiel. Draußen nicht so, bei mir ist es gerade ein wenig am Regnen. So, was ist denn hier los? Warum bremst denn ihr da so blöd? Du auch, weil hier nur noch 55 erlaubt sind. Ey, 55! Hallo? Das waren aber keine 55! Alter! Oh, mein Motor ist auch aus. Das waren aber keine 55. Warum parkt denn der auf einmal mitten auf der Fahrbahn? Also ich habe ja viel Verständnis, aber nicht dafür, dass man mitten auf der Fahrbahn parkt. Alter! Bist du denn wahnsinnig? Wie viel Schaden hat uns das denn jetzt zugerichtet? Nochmal 2%. Yippie-yay! Schaden verdoppelt. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt, dass es im Prinzip wirklich sogar noch so gering ausgefallen ist. Das hätte natürlich auch wesentlich schlimmer ausfallen können. Da parkt der mitten auf der Fahrbahn. Naja, da habt ihr wieder was zu lachen gehabt. Ich kenne euch ja. Ja, wenn ich mir die Folge beim Bearbeiten später ansehe, werde ich wahrscheinlich selber auch lachen. Aber gut, so bekommen wir unser Geld natürlich auch fort. Geben wir es einfach mal für Reparaturen aus. Was soll's, was soll's? Das Bild wirkt hier gerade ein klein bisschen unrund. Vielleicht muss ich die Grafik doch minimal runtersetzen. Ich habe die im Moment optimiert. Auf Aussehen, aber ja, vielleicht muss ich doch ein bisschen mehr Richtung Leistung optimieren. So, an den Cops vorbei. Ah, jetzt wird's wieder, jetzt sieht's wieder gut aus. Eben war es ein bisschen ruckelig. Das waren die Cops, das waren die Cops. Kaum ist man an denen vorbei, wird's Bild wieder gut. Ja, wer will auch schon Cops im Bild haben? Verständlich, dass da die Grafikkarte meckert. Nein, ja, werde ich eben schauen, dass ich da dementsprechend... ich denke mal, es gibt ein paar kleine Punkte, die man immer wieder dann noch ein bisschen runterschrauben kann, dass das Bild trotzdem noch richtig gut aussieht, aber die Grafikkarte ein bisschen weniger zu tun hat. Problem ist halt wirklich immer, dass die Aufnahmesoftware natürlich auch einiges an Ressourcen noch in Anspruch nimmt und da dementsprechend dann die Hardware natürlich wesentlich mehr zu tun hat, als nur das Spiel abzuspielen. Und das haut dann unter Umständen doch schon ein bisschen rein. So, aber schlafen werden wir müssen. Ich glaube nicht, dass wir da die Zeit so weit noch runtergehandelt bekommen. Ja, hatten ja auch zwei unplanmäßige Stops drin. So, lass mich raus. Er ist da ganz schön aufs Gas getreten, der Drecksack. Ja, zwei unplanmäßige Stops. Einmal Wiegen, einmal Unfall.
gut wiegen, muss man im Prinzip immer einrechnen, dass man da mal auf die Waage drauf muss. Unfall, ja, damit rechnet man natürlich nicht. Unfälle baut man immer nur spontan und nie planmäßig. Wobei, ja, ich weiß, es gibt auch Banden, die planmäßig Unfälle bauen für Versicherungsbetrug und so weiter. Aber da zählen wir nicht zu und erst recht nicht im Spiel, denn da gibt es keinen Versicherungsbetrug. Macht also im Spiel auch keinen Sinn. Wobei es auch da, wenn man Multiplayer spielt, natürlich die Chaoten gibt, die auch da planmäßig Unfälle bauen und einen extra in die Karre fahren. Aber nicht mein Problem, denn ich spiele ja kein Multiplayer. Eben genau aus dem Grund, weil da beim ETS Multiplayer einem der Spaß schon dementsprechend verdorben wurde. So, warum fahrt ihr hier so langsam? Muss ich hier mal rausziehen. So, wieder Tempomat rein, gib wieder Gas. Komm, 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 gib Gas. Ich würde eigentlich gerne in dieser Folge noch ans Ziel kommen. Muss mich aber vielleicht auch langsam schon mal nach einem Schlafplatz umschauen. So langsam kommen wir der 20 Uhr, bis die wir nur fahren dürfen, immer näher. Dann ist unsere Lenkzeit um und wir müssen Päuschen machen. Da bremst der einfach. So, gehen wir mal auf die Map. Wo können wir denn hier schlafen, schlafen, schlafen? Wir könnten hier, nee, das ist nur eine Tankstelle. Ich würde schon sagen, wir könnten da abbiegen und da schlafen. Hier ist nur eine Wiegestation. Ja, ob wir bis hierhin noch kommen? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ansonsten würde ich sagen, fahr mal Elko raus und entweder hier oder hier gepennt. Aber ich schätze mal, dass hier ein bisschen angenehmer ist, weil hier bei der Werkstatt hat man ja meistens nicht ganz so viel Platz und mit Trailer wird das etwas schwieriger. Also, erstmal Elko im Auge, im Kopf behalten und wenn wir da aber noch genügend Zeit haben, dann fahren wir weiter zu dem anderen, dem nächstgelegenen Schlafplatz. So. Warum fahren die hier alle so langsam? Immerhin dürfte man 80, laut Navi. Wir werden auch nicht geblitzt mit unseren 65. Schneller können wir ja nicht fahren, weil ich eben auch mit Geschwindigkeitsbegrenzer fahre. Ich möchte ja hier nicht so schnell und 65 Meilen, ja, geht mal auf Google und rechnet das mal in km/h um. Das ist gar nicht mal so wenig. Und von dem her muss ich sagen, reicht das auch. Das muss nicht unbedingt mehr sein. So, mal wieder ein Tunnel. Aber ich bin nach wie vor noch begeistert. Klar, beim Fahren kann man nicht unbedingt immer so links und rechts schauen, aber die Landschaft, die ist wirklich schön gemacht. So, der Meister gähnt schon. Ich glaube, ich fahre wirklich Elko raus. Das andere wird mir langsam zu knapp. Es sind jetzt weniger als 2 Stunden und das war noch ein gutes Stück Strecke. Das könnte selbst mit Elko noch eng werden, habe ich so das Gefühl. Mal kurz schauen. Naja doch, da kommt schon. Also Elko packen wir, aber hier hinten dran der ist mir zu riskant. Wir wollen ja auch keine Lenkzeitüberschreitung haben. Denn wenn ich überlege, was wir hier für Strafen schon berappen müssen für zu schnell fahren, möchte ich gar nicht wissen, was das dann kostet, wenn wir hier Lenkzeitüberschreitung haben. Bei ETS habe ich die schon mal zahlen müssen, da war es nicht so viel. Da kostet aber auch Geschwindigkeitsübertretung oder rote Ampel nicht so viel. So.
hier müssen wir dann ab. Müssen wir die Navi-Anzeige einfach mal im Stich lassen. So, und dann müssen wir nach links fahren. Motor aus! Das ist nicht gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter. Bergauf merkt man das Gewicht. Da haben wir die Kupplung ganz schön schleifen lassen müssen hier. So, den noch vorbeilassen. Da kommt keiner. Dann können wir hier los. Blinker weg, nicht dass der da rauszieht, weil er meint, wir wollen abbiegen. Und hier haben wir es schon. Hier ist schon unser Schlafplatz. Ist das der hier schon? Scheinbar. Ja, dann stellen wir uns hier einfach mal so vor den Diner davor. Ah, das war zu weit nach vorne. Dann können wir hier noch ganz schnell raushüpfen, können noch was essen, bevor wir schlafen. So, und dann gute Nacht, mein kleiner LKW-Fahrer. Fertig geschlafen, weiter geht's in Richtung Ziel. So, los geht's. Frei, wunderbar. Und einmal abbiegen. Schön durchpowern, da kommt keiner. Wunderbar, dass wir schnell auf Touren kommen und Tempomat wieder rein. 65. Weiter in Richtung Jackpot. So, und wenn wir nachts fahren, dann können wir auch mal einen Schluck Kaffee trinken. So, auch das muss immer wieder mal sein. So, wie viel bekommen wir für die Fracht? Ah, fast 15,5. Also dann ist der Kontostand doch auf jeden Fall schon wieder ein Stückchen besser. Ah, jetzt bekommen wir Elko auch gut geschrieben. Denn da waren wir ja schon mal. Wir sehen ja auch hier, wir sind durch Elko schon gefahren, waren da schon beim Händler und so weiter. Aber wir hatten es bisher noch nie gut geschrieben bekommen. Es war noch eine Stadt, die nicht dazu zählte. Jetzt haben wir sie aber im Plus. Und hier hinten nach Jackpot haben wir natürlich Strecke, die wir auch noch nicht kannten. Das war so langsam, aber sicher dann auch mal auf 60% erkundete Karte kommen. Natürlich, klar, die Prozentzahl wird dann wieder einiges runtergehen. Wenn dann Arizona dazukommt, dann gibt es ja wieder mehr Karte, größere Karte. Und wow, wir müssen nicht zum Wiegen raus. Hätte ich jetzt schon fast mitgerechnet. Aber nein, diesmal nicht. So, was sagt denn die Zeit? 19 Minuten. Ja gut, dann würde ich aber sagen, wir machen die Fracht jetzt auf jeden Fall noch fertig. Die dauert ja nur noch 2 Stunden, 10 Minuten. Es sind ja nur noch 82 Meilen, also das sitzen wir jetzt noch ab. Das machen wir auf jeden Fall noch. Und dann kann ich mir zur nächsten Folge überlegen, ob ich dann eben vielleicht wirklich mehr ATS in der Woche zeige und ja, dabei eben dann, das wird dann wieder eine neue Aufnahme, neuer Aufnahmetag sein und ja,
dann habe ich da auch wieder eine komplett neue Fracht, eine neue Tour zu fahren. So, ja komm schon. Nicht hier übernachten. Wenn da die Cops kommen, da kann man ruhig mal mit quietschenden Reifen rausziehen. Das mögen die. So, schön drin bleiben, ja. Und vorsichtig, hier dürfen wir nur 30 fahren. Ja, hier wäre der andere Schlafplatz, jetzt links. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das wäre sehr, sehr eng geworden. Aber es war jetzt doch schnell dorthin, also es hätte vielleicht auch noch reichen können. Egal, jetzt ist eh zu spät, jetzt hatten wir bei der anderen Städte Rast gemacht. 50 Meilen haben wir noch. So, jetzt kommen Gas und weiter schalten und noch mehr Gas. Du musst schneller werden, mein Freund. Mal Lichthupe geben hier. Wir Trucker unter uns, weißt du. Ja, wird Zeit, dass die Folge rum ist. Ich drehe schon wieder durch. Wo kommt der Checkpoint? Aber das Wetter wird langsam wieder schön. Die Sonne geht auf. Die Sonne strahlt auf der Prärie. Und wir haben nur noch 16 Meilen. 15, ja, also so langsam müssten wir schon in der Ferne die Stadt erkennen können. Zumindest, oh, müssen wir hier mal vom Gas runtergehen. Ja, da kommt sie ja schon. Da kommt sie schon. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch bis auf 30 runter. So. Schön mit 30 fahren, damit die Cops sich gar nicht erst an uns groß aufhalten können. Da soll mal rechts ab. So, was sagt denn die Folgenzeit? Oh, schon fast 23 Minuten. Erster Aufenthalt in Checkpoint. Das ist sehr, sehr schön. Da haben wir uns den Checkpoint gegriffen. Hahaha. So, und ich glaube aber, wir werden diesmal automatisches Parken oder zumindest das Einfachere, das Mittlere dann wählen, weil die Folge hier doch schon so alt, so lang ist, dass ich hier nicht noch so viel Zeit mit Parken dann drauf gehen lassen muss. So, da müssen wir dann ab. Da ist er, unser Händler. Oh, zu früh gebremst. Also ich habe das Gefühl, die Bremsen gehen etwas besser. Ja, komm, dann machen wir das. Dann bekommen wir immerhin auch noch 15 EP. Gehen wir nicht ganz leer aus und es ist aber was, was ich auch sehr schnell hinbekomme. So, na, diesmal war die Bremse nicht gut genug. So, zack und abhängen. Und ja, haben wir das geschafft. Ein Level weiter, wunderbar. Dann kommt jetzt einmal wirtschaftliches Fahren noch dazu. Dann haben wir hier schon mal überall einen Punkt. Und ja, dann geht's hier oben weiter. Werden wir so die Reihe wieder von vorne beginnen. Und überall wieder einen dazu. Dann mal auf hier. Inzwischen sind wir Bewertung 2,5. Sehr schön. Es gibt neue Aufrüstteile. Was gibt's denn da? Gibt's hier vorne eine neue
Eine neue Stoßstange. Es gibt hier Kabinenlampen, die wir oben auf dem Dach haben. Und die seitlichen, ja, die wären vielleicht ganz schick. Und neue Radkappen gibt's. Ja, wir können ja mal schauen, eben noch schnell auf der Weltkarte. Gibt es hier einen Händler in Checkpot? Nein, hier gibt's keinen. Okay, also werden wir da noch ein bisschen warten müssen. Aber werden wir auf jeden Fall, wenn wir mal einen Händler in der Nähe haben, dann nachschauen. Vielleicht sind wir bis dahin sogar noch ein Level weiter und es gibt noch mehr Teile. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.